Hallo Sportfreunde, wieder ein neues Video auf Rösl YouTube. Also ich bin natural nach wie vor, ich werde es auch natural bleiben. Was? Also wie? Ich kapiere die Welt nicht mehr. Natural bleiben. Wie willst du denn anabol werden? Es ist ja so. Es bedarf anabole Steroide. Vor dem Training, beim Training, nach dem Training, bevor du ins Bett gehst. Nur so wächst er, das ist halt so. Egal in welche Fernsehserie man schaut, egal in welches Magazin man sieht, irgendwo gibt es immer Diät-Tipps. Letztendlich sind das alles Affen, die einfach keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine Diät mache? Ich lasse den Käse vom Hamburger weg. Es gibt Leute, die stellen sich jetzt dagegen. Und zwar ist das Motto Body Positivity. Was? Ich hab kein Wort verstanden. Also wie, was nochmal? Body Positivity. Bin ich auch zu einer Dolmetscherin, weil ich keinen Brocken Englisch konnte. Habe ich mir doch übersetzen lassen. Ich kann das nicht verstehen. Body Positivity. Komm, halt die Schnauze. Ich werde euch zwei Versprechen geben. Ich werde nach 10 Jahren YouTube aufhören. Yeah. Finde ich richtig geil. Und das zweite Versprechen ist, dass ich Rocker Nutrition komplett auf vegan umstellen werde. Geisteskrank. Einfach zu riskant. Vegane Ernährung geht nicht. Kannst du vergessen. Und warum nicht? Weil scheiße ist. Zwar wünschen sich 92% der Deutschen mehr Fleisch aus besserer Haltung, aber in der Praxis greifen wir eben doch lieber zum Billighuhn. 100%, ja. Hat folgenden Sinn. Ich liebe was tun. Kostet mich nichts und finde mich geil. Am Ende heißt die Hühnerendstation meist Markus Röhl. So ist es halt. Deswegen kann ich nie aufhören und will auch nicht aufhören. Das ist ein Teil von meinem Leben. Ja, ich finde das ganz cool. Ja. Ich bin immer in Sonnenschein, aber wenn ich sauer bin, dann ist der Basti auch mal die Regenwolke. Großes Arschloch heißt das übersetzt. Und nach der Regenwolke kann auch mal der Basti Gewitter werden. Und nach der Regenwolke kommt das Gewitter und dann gibt's einen richtigen Donnerschlag. Wie sagt mein Freund Markus Rühl immer? Da kriegst du echt einen Schlaganfall. Wir wollen die geilsten veganen Produkte am Start haben. Schmeckst halt den Soja-Geschmack. Ja. Schmeckt immer so, wie an die Käsefüße leckst. Ich sage nur, wir haben das geilst schmeckendste vegane Proteinpulver weltweit hergestellt. Das ist schlecht, das ist böse und das sind keiner. Ich schwöre euch, da könnt ihr Tim noch am Strand fahren, den Strandsand euch ins Maul stopfen, ist genau das Gleiche. Und die Leute fressen den Scheiß. Ich habe seit dem Wettkampf 2019 direkt auf vegetarisch umgestiegen danach. Verstehe ich nicht. Hat mich doch sehr, sehr überrascht. Seit dem Februar 2020 kein Stück Fleisch mehr angerührt. Das glaube ich nicht. Wie soll das funktionieren? Seit Anfang 2021 komplett vegan geworden, weil ich den Wechsel als nicht wirklich schwierig angesehen habe. Sensationell. Paul XY, natural veganer. Komplett versagt. Damit startet jetzt das 2-Wochen-Experiment. Ein Leben komplett ohne tierische Produkte. Okay. Das ist schlecht. Es wird langsam ernst. Mal sehen, ob ich das überhaupt hinkriege. Das kriegst du niemals hin. Das ist rausgeschmissen Zeit. Kannst du knacken. Ja, I'm strong. What the fuck? Wie geil! Jo Leute, mein Name ist Julian Zietlow und willkommen bei Rocker Nutrition. Was? Habe ich noch nie gesehen. Deswegen meine Empfehlung. Die Firma Ultimate Nutrition. Ultimate Nutrition nehme ich schon seit mittlerweile 8 Jahren die Produkte. Was Ultimate Nutrition anbietet, kann ich immer nur empfehlen, weil diese Produkte auf jeden Fall 1A koordiniert sind und auch 1A mit Top-Nährstoffen und Top-Rohprodukten hergestellt worden sind aus den USA. Hallo erstmal. Kommen wir zum Dr. Ritsch. Wo auch ein sehr guter Freund von mir ist. Ganz wichtig ist, was ich jetzt erzähle. 2005 habe ich mir die Brust angerissen im Training. Geht's jetzt weiter? Ich war bei meinem Arzt, beim Dr. Ritsch, der hat mich wieder hingebaut mit der Brust. Few moments later. Volle Granate. Bis zum Schlaganfall, 365 Tage im Jahr, schweres Gewicht. Geil, ne? Also, Dr. Ritsch kann ich jetzt jedem empfehlen. Funktioniert 100%, alles gut und viel Erfolg für euch. Hardcore-Fleischfresser. Diese Methode ist ein direkter Einstieg in die reinste Form der Ernährungsweise. Ich bin sehr, sehr tierlieb. Ich kann kein Tier was zuleide tun. Na, seid ihr lustigen Glückshasen ganz neidisch, dass ich so ein tolles Essen habe? Nein. Kannst du den Arsch stecken? Was machst du in einem Karton, Ton, 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 Ton? Im Karton, Ton, 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 Ton. Was machst du in einem Karton, Ton, 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 Ton? Im Karton, Ton, 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 Ton. Wenn man ein Hardcore-Fleischfresser werden will,
geht man von Anfang an direkt zu Fleisch und Wasser über. Absolut richtig, ja. Dann wächst jeder Arm. Jeder, der 500 Kilo Fleisch probiert hat, hat mir E-Mails geschrieben nachher und gesagt, du Alter, das funktioniert ja wirklich, Digga. Wir hatten nichts außer einer Vision und waren voller Träume. Und jetzt, 15 Monate später, Die Träume sind wahr geworden. Ist natürlich auf den ersten Blick wow, auf den zweiten Blick eher scheiße. Jeder, der das gehört hat, hat so Bock drauf, es ist einfach unglaublich. Das kann ich verneinen. Hat mir mal eingefallen. Halt die Schnauze. Dazu würde ich empfehlen, anabolische Steroide zu nehmen. Warum? Weil ich es geil finde. Ja. Viele Langzeitfleischfresser empfehlen die Anwendung dieser Technik, die analog zu einem schnellen Abreißen eines Muskels ist. Jeder will sich verletzen, glaubt man das. Unser Bundesgesundheitsminister hat sich jetzt auch den Bizep angerissen. Absolut perfekt. Es geht darum, dass ich gesagt habe, nach der Hochzeit ist mit OnlyFans Schluss. Und gerade die letzten Tage war es so ein krasser Erfolg auf OnlyFans und wir lieben unsere Fans und wir machen einfach so einen Heidenspaß auf OnlyFans. Es ist so geil. Wir haben beschlossen, und das ist mein Statement, wir haben beschlossen, wir machen weiter. Es ist ja so. Du bist ein Scheißhaufen. Also halt die Fresse. Ich versuche wirklich maßlos zu essen, wirklich nicht mehr aufzuhören. Das ist das Geheimnis. Da stehe ich zu 100% dahinter. Fahren wir nach New York, macht immer mit. Dazu würde ich euch empfehlen, was tun zu nehmen. Warum was tun? Damit wird der Blutfluss noch verbessert in den Muskel. Dadurch gelangen noch mehr Nährstoffe rein. Und der Anabole-Effekt und der Pumpeffekt ist damit noch größer. Also, kleiner Tipp von mir. Gesunde vegane Ernährung, das geht auf jeden Fall. Lecker geht auch. Mag ich so ein bisschen in Zweifel stellen. Viel besser finde ich dann mein Wellensittich. Ich bin ein Wellensittich. Lass Markus nicht im Stich. Ein leckeres und sehr günstiges Hähnchenbrustfilet. Weil es für den Körper ein glykämischer Index mit am höchsten ist. Besser verwertbar und am schnellsten einzulagern. Ich habe meiner Schwester geschrieben. Rocker wird bis 31.12.2021 vegan. Sie geschrieben, Wahnsinn. Bin gespannt. Habe ich geschrieben, ja, mega risikoreich. Ist mir egal. Scheiß auf Geld. Freut mich. Hat sie geschrieben, no risk, no fun. Wer kein Risiko eingeht, kann nicht gewinnen. Habe ich geschrieben, immer mehr Umsatz hinterherrennen. Ich habe darauf keinen Bock mehr. Das Ding ist ganz einfach. Sieht aus wie ein Scheißhaufen, ne? What? Ja, krass, wa? Ich hatte eine Eingebung, wo mir einfach ganz bewusst wurde, Professor Dr. Markus Rühl ist ein absoluter Fachmann, krasser Typ. Vielen Dank dafür. Und deshalb habe ich mich entschieden, du musst im Spiegel gucken, Julian, und du musst jetzt wirklich jahrelang Fleisch essen. Ganz einfach. Und das allein ist es schon mal wert, ja. Das ist richtig geil. Ansonsten lässt sich nur noch zu sagen, Julian Zietlow, Fleisch, 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 Fleisch. Wer will Kinderschokolade? Wer will Kinderschokolade? Wer will Kinderschokolade? Wer will Stanozolol? Wer will Kinderschokolade? Wer will Stanozolol? Snickers?